Und willkommen zurück, Leute. Wir waren hier auf dem Weg durch diesen Raum. Und ich würde sagen, das machen wir gleich mal noch fertig. Gucken, was auf der anderen Seite so Schönes ist. Wahrscheinlich kommen wir da bei dem anderen Gartenbereich raus. Da würde ich dann auch nochmal in die Bibliothek gucken wollen. Die müsste hier auf der Seite sein. Bevor wir dann weitergehen. Ich meine, mein Orientierungssinn ist grottenschlecht, aber hält mich nicht davon ab, mich hier umgucken zu wollen und euch vielleicht manches drei- und viermal zu zeigen und es jedes Mal wieder aufs Neue zu entdecken für mich. Gut, ich kann hier sogar ein bisschen länger, aber das ist immer so ein Risiko. Wann macht er einen Schritt? Höre ich hier Schritte? Ich hoffe nicht. So. So ein Engel, da ist noch mehr, so eine Banner. Gut, verbirgst du auch was? Nö. Und das da hinten? Oh, wenn ich Schwerthausen habe, laufe ich langsamer. Alles klar. Ist auch ein interessantes. Ja, Feature will ich jetzt nicht sagen. Es ist halt interessant, dass die so viel bei dem Spiel bedacht haben, dass die so viel Liebe hier noch reingesteckt haben. Wenn man da manch andere Spiele heutzutage betrachtet, die so ein bisschen lieblos hingeklatscht sind. Da, Bibliothek, da war noch eine Tür. Ich schätze mal, dahinter sind auch Fliesen, oder? Müsste ja jetzt spiegelverkehrt sein zum. Reinwerfen. Hier ist es sogar dunkel. Wow. Okay. Da läuft einer. Die Frage ist nur, wie läuft derjenige? Oder gucken wir uns doch erstmal in dem Geheimgang um? Folge ist ja egal, da wir wieder zurück auf die Straße müssen. Wir können uns auch im Geheimgang umgucken und dann quasi schauen, ob wir. Ja, hier sind wir jetzt, okay. Ob wir schon ans Zepter kommen. Aber ich glaube, wir müssen in den gefliesten Gang, wenn wir in diesen kleinen, separaten Raum wollen, den wir da im Keller durch so eine kleine Luke gesehen haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, glaube ich, von dem gefliesten Gang zu erreichen. Aber wie gesagt, da wir ja zurück auf die Straße müssen, ist die Mission nicht gleich beendet, sobald wir das Zepter haben. Da haben wir hinterher auch noch Zeit, uns umzugucken. Ergo schleiche ich mich erstmal. Schon schwingt die Musik, die Hintergrundakustik um. Okay. Naja, gerade jetzt kommt die Sonne wieder vom Fenster verstärkt raus und. Ah, klasse. Wo genau bin ich hier? Das ist noch nur ein Vorbereich, oder? Nein, ist es nicht. Kein Vorbereich, wir sind hier im richtigen. Was ist da? Nix. Oh Mann, ich glaube, das war wohl nichts. Da ist es. Wir sind hier wirklich in der Schatzkammer. Fünf Wasserpfeiler. Da muss jetzt jeder Schuss sitzen. So. Ich wusste zumindest, für diesen Raum brauche ich noch einige. Der darf nicht an diesen Gong kommen, der da hängt. Wir können den auch selber betätigen, aber dann wimmelt es von Wachen. Ach, der dreht sich auch ab und an.
Drum konnte er uns sehen. Ich habe schon gedacht, er steht auf dem Rücken zu uns. Nun gut. Dann werden wir sehen, dass wir da rüberkommen. Wenn er sich mal wieder umgedreht hat. Bist du alleine hier, oder hast du Gesellschaft? Okay, auf die Dinger könnten wir, aber es ist auch nicht so ideal, glaube ich. Gefällt mir das hier so von oben. Kommen wir hier überhaupt runter? Haben wir Seilpfeile? Oder müssen wir dann eh über den gefliesten Gang und haben das hier nur wunderschön gerade präpariert? Kann ja auch sein, dass wir das dann nur präparieren, wenn wir dann hier reinkommen. Vier Stück hatte ich mir aber scheinbar richtig gemerkt. Der dreht sich doch gleich um. Drehst du dich jemals in diese hier? Haben wir Seilpfeile? Dass wir hier runterkämen? Ich glaube noch nicht. Ne? Die Sachen kommen erst in den späteren Missionen. Man hat nicht von Anfang an alles Equipment. Leider. Na komm schon. Ich bin irgendwie ein bisschen ungeduldig geworden. Kann das sein? Ich hier doch eher versuche, ich will weiter, ich will voran. Wie bei halt anderen Spielen das so ist. Sir? Sind Sie das? Nein. Jetzt ist wieder alles ruhig. Bufford würde ja auch hier oben rumschleichen, um dich auf die Probe zu stellen. Denk doch mal logisch. So, ich weiß gar nicht, wenn ich mich fallen lasse, würde ich wahrscheinlich klonk, lautstark auf den Fliesen landen. Schaden nehmen noch dazu. So, die Nummer 4. Und dann haben wir einen einzigen, und da müssen wir sehen, einen einzigen übrig, wo wir den noch investieren. Okay, sag nicht Ich glaube, das hier ist echt nur zu... Obwohl, da ragt der Teppich ein bisschen raus. Ich könnte auf das Steinzeug runter und dann auf den Teppich. Aber ich käme hier nicht mehr hoch, oder? Nein, ich habe gerade mal alle Tasten durchgedrückt. Es gibt keine Seilpfeile. Ach, wie schön war das doch, wo ich früher den einfachen Pfeil in den Hintern geschossen habe. Naja, aber ohne Seilpfeile, ich will dann da nicht raus. Da ist es heller leuchtet wahrscheinlich dahinter. Könnte man auf den Teppich purzeln und würde keine Töne von sich geben, aber nee. Muss nicht sein, wir gehen zurück, wir suchen uns einen besseren Weg. Wir haben den Raum hier präpariert und das ist schon mal das Wichtigste. Und ich bin immer noch stolz, dass ich aus dem FF wusste, 4 Wasserpfeile muss ich mir aufheben. Ah, da waren wir wieder an diesem Übergang. Ha. Genau, dass ich wusste, 4 Wasserpfeile. Das ist doch megamäßig. So. Müsste ja relativ sicher sein hier gerade. Genau, außer halt jetzt da. Aber den übrigen, ich weiß ja nicht mal, ob das was bringt. Den übrigen Pfeil jetzt hier zu investieren. Das ist, glaube ich, ziemlicher Käse. Die Frage ist, jetzt können die durch die Türen gucken oder wäre ich da halbwegs geschützt? Teppich? Okay, entfernst du dich oder kommst du noch näher? Garrett? Okay, das Schleichen ist eine schöne Option. Und der Herzschlag geht wieder hoch. Er entfernt sich. Oh, eine Elitewache. Seht ihr das? Der hat eine goldene Rüstung. Und hier kommt auch noch einer. Na klar! Wie weit läuft der?
Okay, war vielleicht jetzt taktisch unklug hier zu speichern. Noch eine Elite-Wache. Der läuft auch dort lang, okay. Laufen die beide im Kreis? Boah, ich könnte mich dann hier... Bam! Das ist jetzt halt die Frage. Mal sehen, ob ich schon gut stehe oder noch ein Schrittchen weiter vorbrauche. Sollte er nicht sehen. Dann hoffe ich mal, den nächsten jetzt noch zu kriegen. Ansonsten warten wir einfach noch eine Runde, gehen drei Schritte weiter vor und machen es dann nochmal einen halben Schritt weiter vor. Ich habe einen verdammten Hunger. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen, seit dem Frühstück schon. Ist da irgendwer? Nope. Hier ist niemand. So, was das jetzt? Trotzdem sollte ich nicht zu laut machen, da wir noch... Oh. Erreiche ich den? Komm mal her. Ich leg dich mal auch noch mit hier in die Ecke. Da wir noch den beim Zepter drin haben. Gut, was das jetzt mit den... Wachen? Hier noch irgendwann eine böse Überraschung. Das ist die Frage. Das Teppichgehüpfe ist auch eine Möglichkeit, übrigens dem Ganzen hier zu entgehen, aber oh ja, den Wein nehmen wir mit. Der ist was wert. Da höre ich einen Husten. Und wenn ich den höre, hört der mich auch. Ist wo? Vermutlich auf der Straße. Hey, jetzt gibt es hier sogar einen Abzug. Jetzt sind die nicht mehr zu, die Kamine. Das war ja auch so ein Paradox. Aber gut, das sind winzig kleine Fehlerchen, die man da im Spiel entdeckt. Und, das kann man wirklich getrost ignorieren. Dafür, dass es trotz seines Alters immer noch so einen Flair hat und so genial ist. Sag ich mal. Ich meine, vorhin, wo ich dann echt nicht mehr wusste, wo bin ich hier, wo will ich hin? Was heißt vorhin? Bei der letzten, einer der letzten Aufnahmen, da hatte ich schon wieder Herzrasen und ich war aufgeregt. Das schafft nicht jedes Spiel. Bei manchen bin ich einfach frustriert und sage, hör auf. Die mache ich mal immer wieder schön zu. Da ist unsere Wache drin. Haha. ich glaube, da ist nichts weiter. Da können wir aber dann später nochmal gucken. Ich möchte mich erstmal hier in diesem Rondell umschauen. So, wenn wir das Ganze im Stehen machen, kommen wir sogar besser voran. Nee. Buffords Schlafzimmer, na da, müssen wir doch noch zeigen. Edge, wir waren hier. Ich glaube, das ist auch nur die Wache, die ich höre. Ja, durch die Wand, die ist hier unten irgendwo. So. Die Vasen sind wertlos. Ziemlich kleiner Kleiderschrank für so ein Los. Die Dinger kann man nicht kaputt machen. Zu schade eigentlich. Und
trinkt sogar im Bett Wein. Kann man wieder auf die Straße gucken. Aber er schläft sehr nah bei seinem Zepter. So, hier ist dann theoretisch die Bibliothek, genau. Einfach nur für die Orientierung. Und hier müsste ja nie leer sein. Genau, hier ist die große Badewanne. Da ist aber nichts drin, deswegen verzichte ich jetzt mal drauf, da durchzustiefeln. Das ist nur ein weiterer Kleiderschrank. Und das hier ist relativ cool. Abwärts geht's. Stein gemauert. Und noch tiefer hinab. Sie haben nicht vergessen, wie viele Etagen man hochgelaufen ist. Die geht man auch wieder runter. Ich meine, in so einem Spiel könnte man das ja ändern. Und kurzer Blick. Nein, unter der Treppe ist nichts. Wenn Thief einen was gelehrt hat, dann dass man auch da mal nachgucken sollte. Und hier ist ganz gut, dass wir die Wachen wieder geknüppelt haben, weil ich nicht weiß, ob uns hier eine hätte sehen können. Oder hören auf den Fliesen. So, Gold. Noch so ein Schlüssel. Jetzt haben wir 3 Stück. Ich glaube, die sind alle für den Zepterraum. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt mal wieder, auch wenn jetzt nicht mehr viel aussteht. Das ist das Problem. Aber naja, obwohl, dann ist der letzte Part so wahnsinnig kurz. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier keinen Schnitt, wir bringen das jetzt zu Ende. Oder? Oder reiche ich auch mal einen 10-Minuten-Part? Weil eigentlich würde ich jetzt hier ganz gerne 17 Minuten haben wir. Was haben wir jetzt noch ausstehen? Ja, Leute, ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, falls der nächste Part dann halt wirklich relativ kurz wird. Weil wir dann die Mission beenden werden. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Und sage mal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, Leute.